Mahlzeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir hatten heute unsere fünfte Verhandlungs- und Tarifkommissionssitzung und haben uns auf eine Forderung geeinigt. Und zwar fordern wir 4% für 12 Monate. Die Laufzeit ist uns extrem wichtig, weil wir glauben, dass die Eisen- und Stahlindustrie in den nächsten Monaten wieder richtig gut anläuft. Des Weiteren fordern wir, dass die Tarifverträge Altersteilzeit verlängert wird für die älteren Kolleginnen und Kollegen, dass der Tarifvertrag Beschäftigungssicherung verlängert wird, wo auch die unbefristete Übernahme der Auszubildenden drin geregelt ist. Wir fordern, dass der Tarifvertrag Werkverträge verlängert wird und natürlich wollen wir, dass die Gesprächsverpflichtung für unsere Dualstudierenden umgesetzt wird und unsere Dualis endlich eine tarifliche Grundlage bekommen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Am 1.3. ist unsere erste Verhandlung. Es wird nicht einfach, aber jetzt geben wir Vollgas. Die Aktionen werden geplant. Ich freue mich drauf.